Willkommen zum Sternenlichtfeld in Yosira. Wir haben hier Schneemänner bis zum Abwinken, Geschenke, wie es zu Weihnachten nun mal so ist, und alles wunderbar dekoriert. Ach, ist das schön. Es ist etwas früh am Morgen. Ich habe mir so lange mit dem Event hier Zeit gelassen, dass ich nur noch heute Zeit habe, das jetzt zu spielen, und muss das natürlich jetzt auch auf die Schnelle hinbekommen. Wie ich das gesehen habe, müssen wir den Weihnachtsmann retten, den Schneemann, müssen wir retten vorm Schmelzen. Das heißt, wir müssen immer Frostkristalle oder so sammeln bei bestimmten Fates, so wie damals bei der bei der feuchten Asche. Ach, gucken wir doch mal so einen süßen Schneemann an. Schon goldig, oder? Mit den Handschuhen. Und genau, man kann es dann gegen Sachen eintauschen. Ah, hier. Reden wir doch einfach mal mit den Leuten, die hier so schön weihnachtlich gekleidet sind. Saisonales Geschäft, genau. Ah, da ist es schon. Man braucht immer Frostkristalle, um bestimmte Sachen zu kaufen, wie ein Schneemannkopf, Anzug, Handschuhe, coole Sachen eben. Ich glaube, insgesamt braucht man 70, damit man alles mal kaufen kann. Werde ich mir holen, wenn ich es schaffe. Und da grinst er mich an. Ein fröhliches Sternenlichtfest, meine Liebe. Ist es nicht wunderbar, das Funkeln der Sterne in einer kalten Winternacht? Ja, klar. Ich hoffe, du genießt diese besinnliche Jahreszeit in vollen Zügen. Ach, ich kann jetzt hier noch ein bisschen was fragen, aber jetzt gucken wir mal. Am besten einfach ins Zentrale. Oder? Geht's hier ins Zentrale? Sturmtor. Nee, ins untere Lanus. Ja, geht's da. Okay. Passt aber auch ganz gut. Weil man kann ja, also ich glaube, überall finden diese Fates in 20, 30 Minuten Takt so statt. Und dann gucken wir doch am besten gleich mal, wo wir was finden. Das wird das Falsche sein. Krötending hier. Lauter Klappauter. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das heißen soll. Wir müssen draußen bleiben. Tauwetter nach Art des Impfes. Okay, ich glaube, das wäre jetzt der Fate, wo ich hin muss. Bis ich da unten bin, ist es leider zu spät. Denke ich mal, weil ich habe immer noch kein Reittier. Ich Pfosten. Naja, egal. Dann schauen wir einfach mal da kurz hin. Die Fates brauche ich ja auch alle noch. Krieger bin ich. Sehr gut. Oh nein. Eine Minute noch, das schaffe ich nicht. Man merkt, dass kaum Spieler online sind. Ja, in der Welt sowieso nicht so ganz. Aber ich habe noch so einen kleinen Freibrief, den muss ich dahinter bringen. Ziemlich viele Aufträge gerade. Also was heißt ziemlich viele, aber gut gemischt. Und da ist schon der nächste Auftrag. Der muss wohl bei dem neuen Update mit eingespielt worden sein. Kann ich auch gleich mit aufnehmen. Er bittet mich um einen Gefallen. Gut. Ich muss das mysteriöse Geheimnis nordöstlich von Gockelburg auf dem See in den Norden. Ah, gut, nicht so weit, aber kann ich ja kurz machen, damit er glücklich wird.
Hallo. Oh Mist, ich hab keine Mieten. Was brauche ich denn für Nieten? Einfache Bronzenieten. 5 Stück. Das kriege ich hin. Wenn ich natürlich dann die richtige Klasse hätte. Also so viel Schnee liegt aber hier nicht, dass ich dann, dass es sehr winterlich aussieht. Also für die Jahreszeit. Und irgendwann müsste ich doch meine 1000 Stück bei den Platten zusammenbekommen, oder? Ich finde es so mies, dass man nicht nachgucken kann, wie genau, wie viel man jetzt schon hergestellt hat von bestimmten Gegenständen oder so und... Ah! Zack! Hey, wo geht's denn da hin? Okay, das heißt, ich muss jetzt... Ach, jetzt kapiere ich es mal. Es gibt ja jetzt Häuser, oder? Schöner Wohnen, ja. Dann gucke ich da mal hin. Wow, okay. Ich komme mir schon Zahlen entgegen. Also ich kann praktisch hier was kaufen. Kann ich? Kann ich? Was heißt denn das alles? SML. Die Nummer. Und der Preis. So viel Geld habe ich nicht. Okay, ich gehe doch nicht hin. Ich dachte, ich bin weg. Gut. Ja, mal gucken, ob ich mir irgendwann ein eigenes Häuschen kaufe. Oder wie das dann wirklich abläuft. Ich habe mir auch ausgerechnet, ungefähr in 50 Tagen habe ich meine 1000 Freibriefe erreicht. Nein, nicht in 50 Tagen. Oder 50 Freibriefe brauche ich noch zusätzlich. Mensch, wo ist er denn? Bin ich blind? Ja gut, das kann ich jetzt jederzeit wieder machen, ne? Jetzt gucken wir mal zu dem Fade runter. Aber am besten als Gladiator.
Oh, das wäre immer noch. Verdammt, hätte ich es doch geschafft. Ja gut, vielleicht schaffe ich es noch, mich reinzustellen. Vielleicht kriege ich da noch was Kleines. Die Rüstung macht mich fett. Hier mit schönem Ausblick. Ja, war klar. Kann ich mich ja dabei noch mit anderen Fates vergnügen? Das wird jetzt lustig, weil ich alleine. Oder hilft man dir? Ah. Okay, ein bisschen Hilfe habe ich. Könnte aber trotzdem schwierig werden. Komm, der wilde Schafal dazu. Bitte noch. Das haben wir nicht gleich geschafft. Yay. Da bin ich platt, ja.
mache ich halt aber noch ein bisschen Gegner kaputt, bis dann dieser Fade wieder auftaucht. Paralysiert. Ja, mal gucken, wie lange das jetzt noch dauert. Ich werde hier dabei noch ein paar Monster erledigen eben und dann hoffe ich, dass bald dieser Event Fade kommt. Und dass ich bis dahin noch Platz im Inventar dann habe.